Hey, ja, und willkommen zu Part Nummer 3 von The Walking Dead Season 2 oder Staffel 2. Und ja, wir wurden jetzt in diesen kleinen Schuppen eingesperrt, weil wir ja wurden ja gebissen von dem Hund und die denken, dass wir halt ein Walker bist und wir sollen halt die Nacht überleben. Wir gucken aber erstmal, was hier los ist. Wir können ja hier ein paar Sachen nehmen, angucken. Was ist das hier? So eine, oh, wie heißen die Dinger jetzt? Ihr wisst schon. Ihr wisst schon. Ich weiß aber jetzt die deutsche Übersetzung. Oh, die Waffen sind hier, nicht mehr da. Ah, da ist ja eine Werkzeugkiste. Not much left in here. Hier. I guess if I have to, I can use this for stitches. Stitches. Nee, nö. Warte mal kurz, Clem. Was ist das denn? Was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht, doch bei Roller. Der Scholz drin. So, jetzt. Klappt nicht. Aber versuchen wir es mit der Hand. Mit Messer und mit Messer hat es besser geklappt. Gibt's hier noch was? A table. A Tisch. Und jetzt? Ach so, Claim on. Das ist doch ein Hammer. Der Werkzeug, der gute Werkzeug. Kommt das. Oh, noch auf den Arm. Aua. So, nehmen wir mal den Hammer dann, den wir haben wollten. Und mit den hämmern wir jetzt da. Ah, das scheint richtig, was wir machen. X. Ich will da nicht raus. Kriechen. Aber guck erstmal, ob da ein Walker ist. Da. Schleichen wir uns da rein. Wir sind jetzt super Clementine. Wir gehen durch die Tür. Dann gehen wir durch das Fenster. I think it's getting worse. Dann gehen wir durch das andere Fenster. Da sind dann noch zwei Türen und ein Fenster. Ah, das sieht gut aus. Das sieht anders aus. Ich will da rein. Geht's hier weiter? Nee, dann haben wir noch die zwei. It makes me feel like a fucking idiot when we're not on the same page. We are on the same page. Not out there, we weren't. Not about the girl. I saw you get soft. What do you want me to do, Beck? Put a bullet in her? I want you to think about our family first. It's all I think about. So don't give me any shit. I need some air. Oh, einige Luft, was? Wir müssen raus. Da rein. What the hell are you doing? I need your help. I need your help. Me? No. I'm sorry, but I can't do nothing. Please.
I need to fix my arm. Are you out of your mind? Even if you ain't bitten by some lurker, which you probably are, you can't be here. You gotta get out of here, you understand? Get back into that shed and Carlos will take care of you. Lass mich sterben. You just let me die? Lass mich einfach sterben, so. Do nothing. It's not my call. We're a group. But you could help. And if you don't, isn't that the same? I don't know, all right? I'm serious. You need to get out of here. I saw when everyone was arguing. You wanted to help. You didn't see anything. Look, you gotta get out of here before my wife finds you. I'm serious. You gotta go. I got enough problems already. Bitte helf. Please help. Please. Don't cry. I'm not gonna cry. I'm just tired. You're not with Carver. No. And you didn't get bit by a dead person. No. Ich würde deine Hilfe nicht vergessen. I bet you won't. Promise. I'm screwed if anyone finds out I did this. You understand? The cut on my arm needs to be cleaned and stitched. Stitched? I ain't doing that. I'll figure it out on my own. All right, look. I don't know what I can find. We're short on bandages, but I might be able to find something clean that will work. I need something to clean it out with, and a needle and thread could help too. I don't even know where to look. Carlos has medical supplies on lockdown. We don't got much these days. Well, whatever you can get, I'll find the rest on my own. Okay, wait here. I found you some bandages. Das ist schon mal ein Anfang. I got you a juice box in case you're thirsty. Oh, danke schön. Thank you. Alvin, house meeting in 5 minutes. Oh, okay, thanks. Now you need to go. Wir gehen am besten wieder zurück. Ich will nie den Nadel und Boxing mit. Entschuldigung. Ich probiere nochmal noch die Tür. Kurz was trinken. Vielleicht gehen wir mal zurück. Wobei ist das Fenster auf? Sieht so komisch aus. Ja, da ist nichts. Gut, dann gehen wir mal zurück. Und gucken mal, was da jetzt abgeht. Ja, wo sollen wir sonst hingehen? Kann man einmal durchs Haus gehen? Immer hier ist auf der Seite was. Okay, da sind noch zwei Fenster. Aber da kommen wir auch wahrscheinlich nicht rein. Scheiße. Na, da kommen wir sowieso nicht dran. Einfach so was wäre. Was ist das denn hier? Wir haben noch einen Hammer. Benutzen wir doch den Hammer. So, eine Nagel. Zweite Nagel. Dann nehmen wir da the bread weg. Dann gehen wir in das Dings rein. Hallo, Walker da? Nee. Passen wir überhaupt da rein? Okay, hat einer Wasserhahn geöffnet. Ich war schon ganz schockiert. Machen wir mit der Hand. Glaube nicht. Machen wir mit dem Messer.
Ah, drücke hin. Messer kaputt. You made my decision. Well, Luke has more to say, I guess. Where's Sarah? She's got her book. She doesn't need to be a part of this. Oh. Kuckuck. Keiner da. Oh, Kärtchen. Kitchen door. For all we know, he could be connected to Calvin. Come on. There's no way. She could be. We don't know. She's connected to somebody. There's no way she's out here by herself. She said she was with a friend. They got attacked. Yeah, right. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Great. They show up and we've got her locked in the shed. You think we should bring her in here? No, I'm just saying it wouldn't look good. It's just a precaution or another. Okay, das wurde rot gerade, deswegen bin ich zurückgegangen. You think he wouldn't? He's not exactly the type to let things lie. What happened, happened. There's nothing we can do about it. Let him come. I really don't give a damn. Ich will zuhören. Okay, das war's. Alle guten Dinge sind drei. Dann wollen wir doch mal gucken. Ob wir irgendwas finden. Kommen wir hier nicht durch? Wieso nicht? Dann gehen wir hinten rum. Guck mal hoch. War glaube ich auch kein Raum mehr. Das ist voll ein kleines Haus. Hallo? 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 Bathroom. Da ist ein Nagel. Kann man immer gebrauchen. Oh, ich ahne Böses. I'll still need something to keep it from getting infected. Da rein, los. Kommt jetzt einer kacken. Nein, nicht du. Ich würde mal sagen, das war Part Nummer 3 von The Walking Dead Season 2. Wow. Und wir sehen, wie es weitergeht beim nächsten Part. So, ciao, ciao. Woo!